zurück. Immer noch da, immer noch hier im Dschungel. Und wir spielen noch Uncharted 4. Ja, was spielen wir? Uncharted 4. Wir müssen uns doch echt ranhalten. Genau, wir machen ja eh schon recht lange, aber diese ganzen Pausen und so, ne? Aber wir versuchen ja, das heute durchzuspielen. Und ich weiß nicht, ich weiß wir jetzt haben nicht, wie lange jemanden gehört, Fabian hat es schon durchgespielt am Wochenende. Der meinte, es wird knapp. Aber wir sitzen bis Mitternacht hier und gucken mal. Wir schauen mal, was es weitergeht. Wenn wir eine Stunde länger brauchen, dann machen wir auch bis 1. Oh, jetzt kann ich schießen, aber da ist doch nicht cool. Wie wird das Passwort hier? Rakete 4711 oder so ein Scheiß. Ich weiß nicht, wie ich sage, aber Timo hat es auch schon vorhin gesagt, von daher ist es auch egal. Müssen wir einfach alle Passwörter jetzt ändern? Nein, das ist ja, glaube ich, nur da das Passwort, oder? Habe ich jetzt irgendwas gehört? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. So. Hä? Alter, es geht ja genau da weiter, wo es aufgehört hat. Alter. Ey, was ist das eigentlich für ein Berserker, der hier hinter uns fährt? Boah. Ist das schon kaputt? Mehr Schaden kann er gar nicht mehr nehmen. Als ob der Warum Typ fährt er denn noch, wenn es... Als ob der Typ weiterfahren würde, wenn sein Auto brennt. Der muss echt gar keinen Bock auf uns haben. Holy shit. Ja. Wäre lustig, wenn das Auto im Xbox-Design. You good? Ja! Das wäre lustig. Ja, da rechts. Ey. Ja, guck nur, ey, was ist hier los, sagt er sich. Hier auch. Keiner hält uns auf. Nee. Wer ruft den an? Das ist doch unsere Büronummer. Geh auch ran. Hallo! Hallo, moin! Ja. Ja, genau. Er ist eingetrunken. Das ist ja super. All right, I think the coast is clear. Yeah. All right. Nee, genau. Pro Deus Quodlicentia. This looks like a simple cipher. For God and liberty. Am besten erst leider nächste Woche Montag, wenn's Paradise references. I can't believe we missed it. See you two made it out, okay. Montag. Way better than okay. We found Montag 11 Uhr? Oh, Clipper, what are you? Italia. Seems Avery founded the legendary pirate colony. It's more of a pirate utopia. Es war doch keine Ruhe. Ich dachte, das wichtig ist. Oh Mann. Nee. Das war mein Roller. Ach, weg. Da ist doch so ein Gummigriff kaputt gegangen, weil es umgefallen ist. Ah, ja. Der wird Montag ausgetauscht. Na schön. Property, resources. Money. And they kept it all. In one common treasury building. Okay, so where is this commie pirate sanctuary? Right here. That island, just northeast of Kings Bay. Hey, Rafe has a copy of this. Yeah, well, by the time Rafe figures it out, we'll be well on our way to Libertalia. I'm telling you, that treasure is as good as ours. Shit. How's the Malaysia job going, Nate? Oh, fuck. Seems like you're a hair off course. Elaine, it's not what it looks like. Really? Because what it looks like is that you're searching for Henry Avery's buried treasure. And given the shoreline soldiers that are all over town, I'd bet you're not the only ones looking for it. All right, well, I guess it's kind of what it looks like. But I can explain. Look, it's gonna sound crazy. Try me. Well, for starters, this is Sam. Sam Drake, my brother. I'm sorry. I thought he had died in a Panamanian jail. But I was obviously very wrong. He's
It's been stuck in there for 15 years, and it's because of me. And the guy who broke him out wants a lot of money, and the only way we can pay off the debt is Avery's treasure. But that's the good news. We found it. It's on an island just off the coast. Okay, just stop. Was there ever a Malaysia job? Elena, wait! I don't get you. Look, I wanted to tell you. You know what? Enough. No, I wanted to, but how could I? I don't know. Just say it. I had to protect you. That is bullshit, Nate. You just didn't have the nerve to face me again. I knew you would react like this. How would you react? You lied to me for weeks. If you were killed, I wouldn't have even known about it. And now you have a brother. Who are you? Oh, come on. I'm me. Come on, it's me. It's different this time. Oh my God. I have to save him. I don't even care about the treasure. The look on your face when you walked into this room. If you're done lying to me, then you should stop lying to yourself. I got a plane to catch. You do what you have to do. Hey. Hey, what are you doing? Go after her. We're not done here. Well, maybe we should be. What are you saying? I'm saying maybe there's a smarter way to save Sam. Such as? Such as we give him a new identity. We put him in hiding somewhere. He's been in prison for 15 years. He's not going into hiding. Okay, fine. You go after your wife. Sam and I will head off for Libertalia. Without me? Come on, you'll get both of you killed. Really? Kid, I've been doing this for a hell of a long time. I think I might be able to handle... Hey, you want to be helpful, Sullivan? Go keep an eye on her. Whatever you say. Need a hand? I got it. Let's go pack your bags. Nathan? Yeah. Land ho. Okay. Mm-hmm. What do you think about that, huh? That's pretty cool. Take the wheel for a second. All this running around, surviving by the skin of our teeth. I think we've actually taken a moment. Step back and appreciate just how far we've come. Huh? Sic parvis magna. Sic parvis magna. Yeah. Listen, little brother. She will get over it. And we bring back a treasure like that, anyone would. I don't know. Maybe I've done this one too many times. Huh.
Somehow I imagined it bigger. Yeah, well, we're definitely in the right place. We'll find us a spot to set ashore. Ach, ist das schön, ne? Was für ein Kontrast. Boaty McBoatface. Oh, was für ein Kontrast zu der Szene gerade. Ich meine, wir haben es ja gesagt, das ist nie eine gute Idee, die Frau anzulügen. Und sie hat sich völlig zu Recht natürlich auch ein bisschen aufgeregt, aber ich glaube, wenn er ihr das so erzählt hätte und offen gewesen wäre mit ihr, ich glaube, sie hätte... Ich kann sie schlecht einschätzen. Aber sie ist schon eine ganz coole Sau. Sie hat ihm auch gesagt, er soll den Malaysia-Job machen und so. Ja. Sie ist eigentlich schon eine ganz coole Sau. Ey, Elena ist schon eine coole Sau. Meinst du, sie hätte auch mit der Wahrheit umgehen können? Ja, ich glaube schon. Aber vielleicht hatte er einfach Schiss, dass sie ihn an diesem Abenteuer hindert. Ich glaube, er ist nämlich ein Abenteurer. Und macht ihm ja so viel Spaß. Ah ja, hier. Well, that definitely qualifies as man-made. Pirate-made. Bitte jetzt nicht irgendwie wegschwimmen, Boot. Hey, das ist schon sehr schön. Aber das Schönste sind wirklich die Charaktere und die, auch wie die animiert sind und wie die aussehen, ja. Und die Dialoge und Gesichtszüge und Mimiken, und es ist schon alles echt krass. Also man hat ja schon angemerkt, dass sie sehr, sehr traurig und enttäuscht und verletzt war. Ja. Finde man da in dem Moment nicht so cool, weil es irgendwie so... Alter. Dass man da so viel Scheiße gebaut hat irgendwie. Ja, es war ja abzusehen. Ja. Es war so abzusehen, dass es war einfach... Aber wie hat sie das denn rausgefunden? Ach, sie ist Journalistin und sie kennt ihn und sie hat irgendwie... Sie hat ihre Wege. Das ist ein alter Lookout-Tower. Mal sehen, ob wir etwas von da spotten können. Ein Rave vielleicht. Okay, up we go. Kann ja mal keiner sein, weil dadurch behindert er ja auch ein bisschen... seine Operation. Vielleicht hat er gedacht, dass er dann aufhört. Hätte ja auch fast funktioniert. Wäre auf jeden Fall nicht so dumm von Ray. Das stimmt. Sam, this way. Ich bin richtig ein bisschen geschockt jetzt. Ja, ja, ich bin ein bisschen mitgenommen von diesem Stress. Man ist schon ein bisschen wirklich jetzt konsterniert. Naja, so. This looks promising. Huh. Some kind of symbol. Arrow, chevron. Looks like a compass arrow. How did you know to do that? Well, there's one thing I've learned from you. Press everything. Look down there. It's the same symbol. Another arrow. Let's go find out where it's pointing, huh? Come on. Boat's right below us. Okay. Yep. Ich komme ja schon. Ach, kommen wir hier runter. Oh, das Blätterdach. Why don't you use the rope and rappel down? Woohoo! Das war aber ganz schön lang, das Seil. Nie weniger. Dann nochmal zurück zum Strand. Aber doch nicht da zum Strand, oder? Was ist das, ein anderer? Kommen wir da her? Naja, das ist... Doch, das ist... Also wir haben... Da ist das Loch. Ah ja, okay. Schon gut. Und dann muss da unten das Ding sein. Ah, ja. Genau. Guck mal.
Huh. It's a door of some kind. Covering a chamber? A massive chamber. For storing. Das heißt, wir müssen gar nicht mehr zu diesem Ding laufen, ne? Not with his ego. Wherever Avery put the treasure is going to be the most elaborate place we've seen yet. And it would be well protected too. That makes sense. Guck mal, wieder 5 Minuten gespart. Huh? Hm. Also hier geht's wahrscheinlich dann da runter, oder nicht? Und unter das Ding? Mal gucken. Was ist, ne? Weißt du, was ich meine? Da ja. Geht's runter und dann... Ich glaube, wir müssen nochmal zum... zum Pfeil, ne? Ja, okay. Ja, zeigt doch woanders hin. Follow these arrows, see where they go. Okay. Der eine zeigt dir dahin, oder? Also, wenn das diese Pfeile uns jetzt im Kreis führen, bis zu der Stelle, wo wir gerade standen. Das wäre natürlich richtig ehrlich. Also, guck mal, da hinten sieht man auch schon wieder irgendwelche komischen Kanten. Da muss man überall rüberspringen. Aber ich finde, wir probieren jetzt einmal, ob wir da in diese Kammer kommen, okay? Ja. Weil bevor wir jetzt hier irgendwie total abhauen... Kommen wir jetzt hier wieder hoch. Oh, hier war das Ding. Schauen wir mal ein. Ich will noch einmal sehen, ob wir da runterkommen. Aber vielleicht ist es auch Quatsch. Muss ich hier gehen. Kommen wir eh nur im Kreis. Uff. Nee, das ist offensichtlich nicht so gedacht. Dann kommt man da vielleicht wieder hoch. Aber hat dieser Pfeil denn auch da genau hingezeigt? Nee, der Pfeil zeigt auf die andere Insel. Deswegen. Naja, egal. Ja, einer zeigt doch aber auf die. Das sind doch 2 Pfeile, oder nicht? Nee, das ist ein Pfeil. Wo sind denn das? Der Pfeil, der zeigt hier hin. Ach so, ich dachte, es wäre ein Pfeil dahin, ein Pfeil dahin. Nee. Nee, das ist der Fall. Also nee, ne? stell dir hier halt den Strich vor. Wenn ich jetzt der Strich bin, ich bin der Strich jetzt. Ich habe schon verstanden. So, ja. Weißt du? Also, schwimmen einfach mal rüber. Boot lassen wir mal stehen, oder? Mal ein bisschen tauchen hier. Guck mal, wie schön das ist. Selbst da unten geben sie sich Mühe. Ja. Ah, ich will in Urlaub. Ah. Ach, ich auch. Urlaub wäre so schön. Aber es ist ja fast wie Urlaub. Auch in die Höhle so und so. Ja, das stimmt. Aber ich will da auch in sowas. Ach, ich bin jetzt aber ohne Fahrzeug unterwegs. Ach, scheiße. Ich schwimme mal eben hier rüber, aber das ist doch wesentlich weiter und träger und länger. Das Fahrzeug zu finden? Ja, das Boot halt. Ich hätte das Boot nehmen sollen. Oder mit Boot. Zweiter Fall. Ah, jetzt schicken die mich hier im Zickzack. Nee, aber geh mal in die Höhle. Ja, aber er hat das Boot gebracht. Das ist lieb von ihm. Sam, let's check this out. Ah, Pfeile mit, hier mit. So weit hoch, ne? Da rechts, ja. Hey, look out there. It's like a pulley system or something. I don't see a way up, though. Ja, das ist irgendwie hinter dem Felsen, oder? Oder da oben? Ja. Hier sind, guck mal, sind das nicht so Schrapnellen im Stein? Nee. Guck mal, da rechts. Den Berg. Ah, da. Ich glaube rechts ganz, um den Berg einmal rum. Guck mal, da sieht das doch so ein bisschen. Let's move on then. Naja, da kommen wir wahrscheinlich wieder hin. Ich glaube, wir folgen einfach den. Den nächsten Fall. Ja, also wir werden. Weißt du? Ja, oder wir fahren mit dem Boot einmal rum, aber also von hier kommst du nirgendwo hoch. Guck mal hier. Also da vielleicht da irgendwo rein oder so. Oh, auch nicht links, rechts rum, ne, mal nicht. Ja, wir nehmen mal das Boot und gucken. Ja, nimm das. Weiße Hand. Selbst hier klettert er wie so ein Äffchen. Ja, Mann, ist doch gut! So, komm jetzt. Time to go. Look at you. I'm happy to keep up with you now. So, mal gucken, also das... Ich meine, das ist so linear, wir verpassen ja eh nichts. Also, wenn es wichtig ist...
Kommen wir da sowieso zurück. Da ist noch ein Fall. Auch ungefähr hier, oder nicht? Ja. Ich sehe noch einen dieser Arrows. Vielleicht auch ein Grund. Kann gut sein, ja. Der Hinweis. Mal gucken. Ja. Da oben auf den Berg drauf. Boah, die Sonne, ey. Fährt er denn hin? Na, komm mit. Ne, ne? Sagt schon, komm wieder rein. Ja. Okay. Geh da weg. Okay, also vielleicht, also entweder hier ins Blaue fahren, aber ich schätze mal, da stößt man irgendwann an die Grenze. Wir gucken nochmal eben genau, wo er hingezeigt hat. War, welcher war das? War jetzt nochmal hier? Nein, nee, weiter. Aber man merkt schon, dass man so langsam so ein bisschen durch ist. Also quasi da, also zeigt genau links in dem anderen Felsen vorbei, ne? Also, zeigt schon hier in diese Richtung. Da! Da sind wir rübergefahren gerade. Hinter uns. Da. Ja, sehr gut aufgepasst. Sehr gut. War doch unter Wasser. So, wir machen Werbung, verfolgen jetzt hier diesen Pfeil. Und. Da ist der nächste. Da war einer. Schon, ne? So, da war einer. Ja. So, oh, wir machen ein bisschen Werbung. Gleich sind wir wieder zurück und ich habe das Gefühl, wir sind kurz davor, den Schatz zu bekommen. Ich glaube auch. Ich glaube, das Spiel ist bald durch. Bald sind wir durch.